Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Fertilizer-Update von Cattle and Crops in der aktuellen Version 0.0.9.2. Dazugekommen ist aktuell der Sprayer Damann Landgröße, den wir uns gleich anschauen werden, sowie eine Quest für den Sprayer, ein Wassertank, um die Giftspritze zu befüllen und neue Charaktermodelle für Fußgänger, wenn ich das richtig übersetze. Wir werden uns als erstes mal die Maschine anschauen, schauen, was sie für Funktionen hat, und dann werden wir mal prüfen, ob wir eine Mission starten, um den Umfang zu testen, oder ob wir einfach so mal auf ein Feld fahren können. Hier ist der besagte überaus überragende Wassertank. Ja, okay. Zur Giftspritze. Der Damann Landgröße soll 47.800 Euro kosten, hat 4.000 Liter Füllvolumen und eine Arbeitsbreite von 27,8 Metern. Hier nochmal das 3D-Modell im Shop. Er benötigt eine Motorleistung von mindestens 135 PS. Das heißt, wir könnten ihn notfalls sogar mit dem MB-Truck ziehen, der 136 PS hat. Ich werde das jetzt einmal lassen, um nicht wieder wie bei dem vorhergehenden Update mit der Güllespritze, fiel gerade der Name nicht ein, extrem langsam fahren zu können. So, schauen wir uns das mal an. Da steht sie schon. Das ist neu. Also hier ist auch eine dritte Sichtperspektive dazugekommen. Wie ihr seht, mein Charakter hat es äußerst eilig, zur Arbeit zu kommen. Jo, von außen das Modell, wie gehabt, sehr nett umgesetzt. Hier hinten die beiden Halterungen für die Bremsklötze, die aktuell noch vor den Rädern liegen, die schon etwas älter aussehen, etwas benutzter. Die Felgen. Hier sind zwei Funktionspunkte. Schauen wir uns direkt mal an. Da wäre einmal von dem Kleintank. Wo man vermutlich Pestizide reinmischt. Und dann hier kann man die Leiter runterklappen, um dann nicht hochzugehen. Okay. Die klappen wir also wieder hoch. Aber auch das ist äußerst schön animiert, wie ich finde. Geht der Deckel zu, die Haltevorrichtung klappt rum und der Tank fährt wieder hoch. Mir gefällt es sehr gut. Auch hier die Schrift kann man wieder hervorragend lesen. Auch das oben, die kleine Zeile vor Arbeitsbeginn, Sicherheitsstellung beachten. Okay, das letzte Wort. Das lässt sich nicht ganz so gut lesen. Aber auch die kleinen Warnschilder sind wieder sehr gut umgesetzt. Hier ist eine Füllstandsanzeige, vermute ich mal. Aber wir werden uns das Ganze gleich mal in Funktion anschauen. Dazu hänge ich den Tragbuffon an. Die Stütze kurbelt sich hoch.
Es klappt sogar noch nach hinten. Der Sprayer hat eine gelenkte Achse. Was natürlich sehr wichtig ist, wenn man auf kleinen Feldern fährt bzw. enge Kurven fahren möchte, damit man nicht zu viel Wenderadius benötigt bei immerhin 27 Meter, fast 28 Meter Arbeitsbreite. Jetzt müssen wir mal schauen, ob die Maschine von beiden Seiten zu befüllen ist. Und ja, das ist sie. Wir wählen natürlich wieder den Fill-Type aus. KH4000 ist jetzt, oder KN4000 ist jetzt hier zu sehen. Es wird wahrscheinlich irgendein Pestizid sein. Damit kenne ich mich nicht aus, aber das lässt natürlich darauf hoffen, dass man vielleicht bei verschiedenen Pflanzen verschiedene Pestizide verwenden kann oder auch sollte. Ja, also die eigentliche Befüllseite ist links. Das geht auch recht schnell. Schlauch wieder ab. Jetzt fahren wir einfach mal zu dem Feld, welches direkt vor dem Hof ist. Wir klappen die Spritze über die Taste X auf. Auch das ist sehr schön animiert. Man kann sehen, wie die Hydraulikzylinder sich bewegen und das Abspannseil gespannt wird. Jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, wie die Höhe zu verstellen ist. Sollte das überhaupt möglich sein, dass es gerade nicht so aussieht. Aber ich schalte ihn einfach mal ein und fahre mal los. Und das sieht schon sehr gut aus. Ganz, ganz feiner Sprühnebel, der hier ausgebracht wird auf das Feld, was natürlich sehr, sehr klein ist für diese Riesenmaschine, aber auch das will ja mit Pestiziden behandelt werden. Auch hier war gerade schön zu sehen, wie unterschiedlich die einzelnen Bereiche des Gestänges abschalten. Dass es erst von innen nach außen aufhört zu sprühen und beim Starten genau andersrum. Dass erst in der Mitte beginnt das Gift rauszulaufen und zum Ende hin, dass es so ist, dass es da später rauskommt. Ich werde gleich mal noch ins Menü schauen, um zu sehen, auf welcher Taste sich das Spritzgestänge in der Höhe verstellen lässt. Gehen wir mal hier auf Steuerung. Auf der Taste V sollte das jetzt schon gewesen sein. Tatsächlich. Also V gedrückt, ganz hoch.
Aber das ist nur für die eine Richtung. Das muss natürlich auch wieder irgendwie nach unten gehen. Also das funktioniert nicht, dass die Spritze sich wieder senken lässt. Ich werde sie mal zusammenklappen. Können wir uns nochmal schön die Animation ansehen. Und ich denke, ich werde mal eine Mission starten. Vorausgesetzt, es ist eine dabei. Das Tutorial. Das starten wir mal und schauen uns mal an, was passiert. Das selbst noch nicht gemacht. Und schau her, da ist auch was Neues zu sehen, nämlich Mais. Der ist aktuell, naja, was wird er hoch sein? 1,80 Meter. Er bewegt sich im Wind, das ist sehr schön anzusehen. Vor allem, weil die einzelnen Reihen sich unterschiedlich bewegen. Zwar alle in einer Wellenbewegung, sind immer wieder dieselben Bewegungen, aber trotzdem bringt das Leben rein. Okay, ich soll jetzt erstmal den Traktor finden. Zuvor werde ich meinen, den ich gerade noch besitze, mal schnell verkaufen. Sehen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Genau, weg damit. Damit wir uns nicht im Weg stehen. Erste Aufgabe haben wir natürlich direkt erfüllt, war jetzt nicht das Hexenwerk, stand ja alles schon da. Mit der gelenkten Hinterachse ist es natürlich relativ schwierig, wenn man etwas zu schnell nach hinten fährt, nach rückwärts. Fahren wir einfach vorwärts dahin, wo wir hinwollen. So. Wieder auf den Fill-Type. Das Pestizid. Da es ein äußerst kleines Feld ist, was wir hier bearbeiten müssen, nehmen wir einfach mal nicht die. Das volle Füllvolumen. Und dann begeben wir uns mal zum Feld. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo. Oh. Natürlich. Im Navigationssystem eingezeichnet. Wo ich hin muss. Unten links, dem roten Faden quasi folgend. Kommen wir zu dem Feld, zu dem wir fahren sollen.
Und da ist es auch schon. Auch hier ist Mais vorhanden in dem offensichtlich anderen Wachstumsstadium als am Hof. Das schauen wir uns natürlich direkt auch nochmal an. Und hier ist auch zu sehen, meiner Meinung nach, dass der unterschiedlich hoch gewachsen ist. Am Rand kleiner, zur Mitte hin höher. So empfinde ich das zumindest gerade. Aber zurück zu unserer Mission. Okay, dann. War gerade schön zu sehen, dass beim Einschalten das Spritzgestänge nochmal ein Stück heruntergefahren ist. Und was ich auch sehe, was mir überaus das Herz erfreut, ist Fruchtzerstörung. Und zwar im vollen Umfang. Da, wo ein Rad sich bewegt hat, wächst quasi kein Blatt mehr. Wie auch in einem meiner letzten Videos schon gesagt, fände ich es sehr interessant mal zu erfahren, wie vielleicht hier GPS umgesetzt wird, um natürlich auch sparsamer mit dem ganzen Material umgehen zu können. Aber das werden wir sehen. Ich werde jetzt natürlich nochmal zu dem anderen Feld fahren, einfach um mal zu schauen, wie das Spritzgestänge auf die Höhe der aktuell ausgesäten Saat reagiert. Das können wir hier schon machen. Hier ist es noch kleiner. Sehen, ob ich an dem Baum. Okay, der hat keine Kollision. Mir recht. Das ist natürlich Fakt ist, wie man hier sieht, dass die Fruchtzerstörung sehr vorgegeben ist. Also sie sieht sehr eckig aus. Ich meine gerade hier gerade gefahren zu sein. Und dennoch sind da so Kanten drin, aber ich denke, das wird sich im Laufe der Zeit noch verändern. Okay, die Mission sieht vor, das was ich gerade eh schon zeigen wollte. Dass wir jetzt noch auf das Feld Nummer 4 fahren. Was den höchsten Wachstumsstand gerade hat. Das Gestänge fährt jetzt in Mittelposition. Ich mache es mal an. Den Tempomat dazu. Ich fahre jetzt mal einfach quer durch, um zu sehen, ob sich das auch hier an das anpasst. Aber nein, nicht von alleine. Über die Taste V kann man ja eigentlich die Geräte in der Höhe verändern bzw. anheben und absenken.
Das hat ja auch gerade geklappt. Aber hier geht es nicht. Ich werde direkt mal noch zu dem anderen Feld durchfahren. Nehmen wir uns mal die Fruchtzerstörung aus dem Fahrzeuginneren ansehen. Ich glaube, dass die Pflanzen hier in dem Fahrzeug zu sehen sind, obwohl das ja eigentlich nicht der Fall ist. Damit kann man leben. Aber auch dabei gehe ich davon aus, dass sich das in Zukunft vielleicht sogar noch ändern wird. Die Fahrspuren sehen auch äußerst gut aus. Von dem zerstörten Bereich, durch den wir gefahren sind. Schauen wir uns nochmal an. Außen rumgehen. Okay, hier bin ich dann tatsächlich wirklich gerade ausgefahren und hat die Frucht gerade zerstört. Also war das vorhin tatsächlich doch mein Fehler. Okay, das war das aktuelle Update. Was ebenfalls noch behoben wurde, das können wir uns vielleicht noch mal schnell ansehen, ist, dass bei dem Arion hier beim Lenken die Vorderräder und die Schutzbleche irgendwie ineinander gerieten anfangs. Ah, okay, und hier sehen wir, dass die Schutzbleche stehen bleiben, die Räder noch weiter lenken zurück. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, das war das aktuelle Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Update wieder rein.